Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam einen Versuch verfolgt, mit Nea die Adept-Challenge zu machen. Yay, Adept-Challenge! Ich habe aber das Gefühl, wenn ich euch begrüße, laufe ich immer erstmal blind umher und am Ende in den Killer. Wir sind alle hier. So, Adept-Challenge mit Nea. Ihr wisst, was das heißt. Ich erkläre euch kurz ihre drei Talente. Ob hier ein Totem ist? Ihre drei Talente sind ausgewogene Landung. Ist ein Erschöpfungsperk. Wenn ich aus großer Höhe falle und aufkomme, habe ich einen Sprintboost. Städtische Umgehung. Ich krieche schneller. Okay. Und gewieft. Ich verbrauche meine Items weniger. Ich habe mehr von meinen Items, die ich... War das ein Ghostface? Moment mal. Auch meine Items weniger. Und Mates in meiner Umgebung auch. Ghostface, oder? Oh. Er tunnelt. Das ist nicht schön. Wir setzen uns mal einen Generator. Wir haben noch nichts weiter gemacht, die Runde. Ja. Adept Challenge mit Nea. Mal gucken, was das wird. Ob das was wird. Ich weiß nicht, ob sich die Mac dazwischen geworfen hat. Oder ob er vielleicht doch sein Ziel gewechselt hat. Bisher hat er noch nicht gestalkt. Der hat er immer nur direkt angeschlagen. Ein Generator ist an. Der zweite ist zur Hälfte gemacht. Ich denke, das ist erstmal ein guter Schnitt. Zwei Generatoren, zwei Haken. Aber das muss absolut nichts heißen. Es gibt Killer, die bauen dann so eine Map, so ein Map-Pressure aus. Ich weiß nicht, was ist das passende deutsche Wort dafür? Die haben dann die Map so sehr im Griff. Oh. Hallo. Also der Schlag, das ist so... Ich habe mir das angeguckt, Ghostface. Ich finde den Schlag, der war ein bisschen übertrieben. Ich schaff's hier nicht mehr hin zum Jungle Gym, oder? Ich waste erstmal alle Paletten. I'm sorry, mates. Folgt er noch, oder? Ich sehe ihn nicht. Er sieht mich. Ach, schade. Ich habe ihn nicht mehr gesehen. Wusste nicht, wo er ist. Aber dort hinten, der Gen war zumindest schon angefangen. Wo ich gerade in der Ecke war. Irgendjemand ist im Schrank, oder? Ich könnte mir vorstellen, dass er dort hinter geht. Mal sehen, wer gleich losläuft. Wo ist die dritte Person? Hallo? Kann mich mal jemand retten? Thank you.
Hallo? Ja, guten Morgen. Wie lange wolltest du noch im Schrank stehen? Mit deinem Schlüssel. Nee, er kommt. Schön, wie Juli und ich uns erstmal da durchgequetscht haben. Der hört mich nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, Juli. Wer jetzt hier um die Ecke guckt. Okay. Da ist er. Ein Gen noch, Leute. Ein Gen. Jagt er jetzt dort die Mac? Das wäre doof. Ach, jetzt gehst du retten, alles klar. Dass ich dir die Punkte klau. Ich gucke übrigens absichtlich immer nach unten. Denn wenn man zu genau auf Ghostface schaut, enttarnt man ihn schlimmstenfalls und er weiß, dass man irgendwo steht. Das versuche ich immer zu vermeiden, indem ich den Kamerawinkel nach unten drehe. Ich weiß jetzt gar nicht, wo... So, hier sind zwei Generatoren auf der Seite und ich habe halt hier auch nichts mehr zum Schmeißen. Oh nein! Hier war der Gen, der letzte. Okay, wir haben da hinten zwei und den hier noch. Was machten die da hinten? Das war unnötig, Klödi. Das war wirklich unnötig. Bist du tot? Jui! Du blockst mich, danke. Was macht denn die letzte? Die Mac? Sucht die Luke oder was? Steht die wieder im Schrank?
Ich hab mich nicht mehr hochgeheilt. Okay, that's it. Schade, ich habe erst noch gesagt, wir hatten so gute Chancen. Naja, das weiß ich jetzt. Das war doof von mir jetzt. Bin doof gelaufen. Schade. Schade. Es sollte nicht sein mit Nea. Dann müssen wir mit Nea nochmal irgendwann ran. Ich habe mir jetzt übrigens mal eine kleine Übersicht geschrieben, tatsächlich. Mit welchen Survivern ich die Adept Challenge schon versucht habe. Dass ich erstmal mit allen einen Versuch durchmache und dann gehen wir an die zweite Runde, würde ich sagen. Ich weiß aber nicht, ich habe nicht immer so im Kopf, wen ich samstags spiele. Ob ich da irgendwie kurze Zeit nacheinander die gleichen spiele. Sie ist tatsächlich durch die Luke. Wow. Bester Teammate. Egal. Ich weiß nicht so richtig, ob ich vielleicht manchmal zwei Survivor relativ kurz oder den einen Survivor relativ kurz hintereinander zweimal zeige. Es kann passieren, ich habe das nicht immer so im Kopf, wen ich wann gespielt habe. Aber ich versuche, die Adept-Challenges so zu gestalten, dass wir erstmal alle Survivor einmal versuchen. Und bei denen, wo es nicht geklappt hat, kommt im Anschluss dann die zweite Runde. Um da wenigstens die Abwechslung drin zu lassen. So, in diesem Sinne, macht's gut. Wir sehen uns am Wochenende wieder. Bis dahin bleibt gesund und tschüss.